Es ist 7:15. Die Schatten sind noch lang. Auf in den Tag. Wo wir geschlafen haben, sind wir ganz herzlich aufgenommen worden wieder. Ist so schön. Und jetzt in der Früh durfte ich noch Tomaten mitnehmen. So lieb die Menschen, so gastfreundlich. Das heißt, das Erste, wo ich gefragt habe gestern, der war irgendwie mürrisch. Ja, und da fahren jetzt dann lauter schwere Gerätschaften und so. Und ja, ist auch mal dabei. Die beiden hat der Patschi gar nicht entdeckt. Sonst wäre es nicht so ruhig. Da habe ich vom Fahrrad von meiner hohen Warte aus einen großen Vorteil. Das sind Enten im Feld. In der Früh in die Sonne fahren ist auch schön. Es ist nämlich noch kühl. Mehr als 15 Grad hat es sicher nicht. Und da ist die Aisch, direkt neben dem Fahrradweg. Das ist jetzt ein schöner Platz zum Frühstücken. Aber ich habe nichts mehr. Also werden wir bloß den Abfalleimer beanspruchen. Da war jetzt auf dem Weg, wir sind in Neustadt, so eine hohe Bordkante, also von versenkt kann man nicht reden, kam ich nicht rauf, aber war eine Frau da, die hat angeschoben und dann ging's. Und die Aisch wird immer breiter. Die Alpenmühle wird immer schmaler, die Aisch wird immer breiter. Aber die könnte auch dringend Wasser brauchen. Also hier in Franken, die Wasserknappheit ist schon eine Katastrophe. Die Enten. Habe ich gerade geschaut auf dem Handy, wo es einen Edeka gibt, weil da kenne ich halt das Sortiment, weil wir den daheim haben. Und da sehe ich einen WC, ich hoffe, da ist auf. Nein, es war besetzt. Und nach langem Warten bin ich gefahren, habe mich nochmal umgedreht und dann kamen zwei raus. Der Weg zum Edeka rauf hat sich voll gelohnt. Ich habe sogar noch eine kleine Mini-Melone bekommen. Und konnte auf die Toilette gehen und beim Brot haben die extra was, wo man sich die Stärke aussuchen kann, wie man es möchte, und da habe ich die Stärke 9 gewählt. Da fallen die Blätter runter und es riecht wie im Herbst. Was haben wir denn heute, den 10. August oder 9. Eine hübsche kleine Brücke über die Aisch. Da schiebe ich und hoffe, dass wir da im Schatten irgendwo jetzt bald einen Frühstücksplatz kriegen.
Da hinten ist das Meinelwerk. Da habe ich mein Cajón her. Da geht es jetzt gerade wieder runter zur Eich und da hoffe ich, dass wir einen Frühstücksplatz kriegen. 10 Uhr, schon wieder 3 Stunden vergangen. Es Frühstück gibt, aber jetzt brauche ich es. Vorne ist ein Storch direkt auf dem Weg. Mal schauen, wie nah er uns rankommen lässt. Das ist jetzt das Fleckerl, wo ich Frühstück machen möchte. Guck mal, ja, da fahren wir in die Wiese. Gar nicht scheu. Nur Meister Adebar. Schade war der Bulldog noch so laut und das Klappern nicht gehört hat. Aber der ist vorher gerade gelaufen. Und da muss ich schon wieder Luft schauen. Da stimmt was nicht. Kommst du da rein? Nein. Das ist zu tief für ein Patschi. Da kommt er nicht runter. So groß ist die Eiche da schon. So ein schöner Frühstücksplatz mit den zwei Störchen in der Nachbarschaft. Patschi isst wieder mal nichts, obwohl es um 10 Uhr schon ist. Aber das dauert und dann kriegt er richtig Hunger. Und bei mir ist bald fertig. Es gibt eine Breze und eine Semmel. Die Störche sind immer noch da. Und so einen schönen Platz habe ich da. Und der Patschi genießt auch. Thank you.
noch was essen. Dein Essen müssen wir reinstellen. Es gibt ja noch Melone dann. Ja, aber jetzt fahren wir endlich weiter. 1,5 Stunden Frühstückspause. Also es ist wirklich ein Witz. Jetzt, wo wir gegen Osten fahren, ist tagelang Ostwind angesagt. Normal ist bei uns ja Westwind. Ja, tagelang Ostwind und nicht einmal wenig, also ganz ordentlich. Jetzt so viele Störche auf einen Fleck habe ich ja auch noch nie gesehen. Und dann nochmal 2. Hat mich in den Bann gezogen, dieses grobsteinige Haus. Übrigens ist das die Grenze zum Steigerwald, der ist da drüben. Also nördlich des Weges. Und unser Weg geht da weiter. Waschen ist mal wieder angesagt. Das ist zwar richtig grünes. Ja, ist jetzt nicht wirklich. Appetitliches Wasser aus dem Teich, aber ich glaube, besser ist gar nicht. Auf was passt du auf? Es ist manchmal so, da riecht er was. Ich sehe nichts, aber er hat was gerochen. Genauso wie die Hasen, an denen wir vorbeifahren. Ja, und du kannst nicht sagen, was du riechst. Jetzt die Wäsche im Wind und wir schauen uns mal das Häusel davon an. Eigentlich könnte man hier bleiben. Es ist 2 Uhr, da drüben sind Störche, Wildgänse, ich glaube Graugänse.
Das ist ein Nebenweg, parallel dazu drüben geht der Hauptweg. Da kommt also überhaupt niemand vorbei hier. Ist ja interessant. Ist das eine Beobachtungshütte? Storchenlehrpfad. Kunstkarpfen am Karpfenrundweg. Das ist der Karpfenrundweg. Oh, Vogelzug und Zugvogel. Wasser als Lebensraum. Ah, das muss dann wohl ein Beobachtungshäuschen sein. Das ist ja schön. Guck mal. Lachmöwe, Stockente, Graureiher, Haubentaucher, Blässhuhn. Da kann man beobachten draus. Och, da sind wir ja in unserem Element. Mann, oh Mann, oh Mann. Na, da bleiben wir aber wohl. Und da kann man runtergehen. Und über die Steine. Das machen wir zu der anderen Plattform. Das mache ich aber nicht, weil ich nicht will, dass der Patschi da reinspringt. Mit dem Wasser habe ich auch die Wäsche gewaschen, aber es kam eine Frau mit Kindern vorbei, die sagt, mit Blaualgen haben sie eigentlich keine Probleme. Aber nur sicher ist sicher. Ja, schön. Und soweit ich weiß, ist das kein Naturschutzgebiet hier. Sogar Abfalleimer. Also da vorne stehen wir besser. Gut, da am Rand wäre auch eine Möglichkeit. Da vorne, da werden wir später noch umziehen. Jetzt lasse ich mal die Wäsche ein bisschen vortrocknen. Da gibt es Müll zum Einsammeln. Hab vorher schon Mundschutz weg. Und dann fahren wir am Abend darüber. Och schön, was Schönes gibt es ja gar nicht für uns. Ja, Patschi, dir ist das wurscht. Oh, Patschi hat viel zu schnüffeln. Vielleicht können wir jetzt dann essen. Und da ist der Boni. Beim Edeka tatsächlich für 1 Euro. Ich schätze mal, da wird jetzt nichts übrig bleiben. Schön, wenn sie einem schon so entgegenkommt. Also so aufplatzt. Ja. Wer entdeckt den Boni? Wir laufen jetzt gerade mal da an dem See entlang, weil das hat so ausgesehen, als würde das ein Sandstrand sein. Da kam nämlich gerade jemand vorbei, als Sandstrand, irgendwie, dass der Patschi vielleicht reinsteigen kann. Da kam nämlich wer vorbei und sagte, nö, also mit Blaualgen haben sie keine Probleme hier. Da vorne ist so ein Kies. Ein Wurf. Schauen wir mal, ob da der Patschi reingehen kann. Gehen wir weiter. Naja, soll er selber entscheiden. Hm, Patschi. Was meinst du? Ja, oh, und kein Schwimmen. Da sieht man, wie das grün ist. Ach, und stehen kann er auch. Doch, das hat er braucht. Ach, wie schön. Schaust ja aus wie ein Pudel. Du sahst ja aus wie ein Pudel. Nochmal. Moi, Bub.
schön. Ja. Das sind Kanadagänse mit dem schwarzen Hals. Da sieht man schön den schwarzen Hals. Und da sind die anderen. Ah, sind jetzt auch ins Wasser. Zwei mittels und zwei oben. Ist jetzt tatsächlich so, dass wir da bleiben. Der Wind kommt in solchen Böen manchmal daher. Und natürlich der Gegenwind. muss ja nicht sein. Und da hinten ist eine Vogelbeobachtungshütte. Also das ist ja mein Eldorado, Pachivabaden. Es ist also mit Blaualgen kein Problem hier. Und es ist ein Traumplatz. Da wäre man ja blöd, wenn wir weiterfahren beim Gegenwind. Ich hatte ja vor Ühlstadt schon Störche gesehen. Viele, ich glaube, da fliegen gerade wieder zwei rein und habe recherchiert. Oh, da kommen, oder Möwen sind es. Ühlstadt ist Deutschlands Storchenhauptstadt. Da gibt es die meisten Störche hier. Viele. Und? Sag nix und. Ich setze mich jetzt hin und lese den Prospekt. Den da, den es bei der Vogelbeobachtungshütte gab. Da stehen sogar an der Straße Schilder für die Autofahrer: Vorsicht, Störche im Tiefflug. Alter Lummel.